Moin Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, neue Folge. Ich bin schon ein bisschen platt, um ehrlich zu sein. Ich hatte eigentlich den ganzen Tag vorgenommen, ja, dann gleich filmst du. Aber dann arbeitet man vor sich hin und dann chillt man auch so ein bisschen ab und dann vergisst man es so. Also wir haben jetzt 18 Uhr, Samstag, der 18. März. Wir haben jetzt die dritte Spritze. Die Gerste habe ich jetzt fertig, das hat ein bisschen aufgehalten. Mein Tagesablauf ab gestern, wo die letzte Folge geendet hat. Ich habe bis 23.30 Uhr Dünger gestreut, habe mit Jan den Podcast aufgenommen, bin um 2 Uhr ins Bett gegangen, bin um 7 Uhr aufgestanden, bin zur Arbeit. Habe noch eine restliche Tonne drin gehabt, habe das ausgestreut, habe den Handfeger sauber gemacht, den Streuer. Montag wird der gewaschen. Bin zum Hof, habe den Streuer abgebaut, habe die Spritze angebaut, alles vorbereitet, Mittag gegessen, erste Spritze losgefahren, genau. Eine Spritze sind immer 30 Hektar, also 200 Liter auf den Hektar bringen wir aus, Menge. Und dann habe ich ja noch 10 Hektar übrig. Ja, für 10 Hektar mal nochmal eine Spritze anmischen, ist so ziemlich dieselbe Arbeit, die man auch mit 30 Hektar macht. Also ob man da nur 1 Liter oder 3 Liter von dem Mittel reinkippt, dann man fährt zum Hof, man pumpt Wasser. Man fährt wieder los, so ein Stück, und ja, dann waren das noch 2 kleine Stücken, die man dann abfahren muss. Und dann, ja, zieht sich das so ein bisschen. Jetzt sind wir im Weizen, hier ist Direktsaat. Und wir fahren jetzt ein Herbizid gegen Unkräuter und Ungräser. Das ist die erste Pflanzenschutzmaßnahme generell im Getreide, die wir machen. Und dazu habe ich noch Mikronährstoffe dabei. Ich habe Zink, ich habe Mangan, ich habe Kupfer, ich habe Eisen, ich habe Molybdän dabei. Und ja, und demzufolge bin ich ein bisschen platt, um ehrlich zu sein. Der Punkt ist aber auch, ich muss das auch ein bisschen übers Knie brechen. Ab morgen Mittag, abends soll es wieder anfangen, ein bisschen zu nieseln und zu regnen. Und dann, Leute, gibt es wieder Wind. Es soll eine ganze Woche Wind geben. Ja, deswegen muss ich jetzt hier die Chance nutzen. Wir haben Windstill, wir haben 13 Grad, wir hatten 17 Grad heute draußen, wir hatten perfektes Spritzwetter den ganzen Tag. Und ja, deswegen nutze ich das natürlich und will das auch ein bisschen nutzen, möchte das hier nutzen. Aber ja, ich bin platt, Leute, dann rechnet mal aus. Ich habe gestern gehabt 16,5 Arbeitsstunden. Jetzt bin ich schon bei 11 und weiß nicht, 5, 6 kommen mindestens noch dazu. Also 32, 33 Arbeitsstunden in 2 Tagen, das schlaucht schon ein bisschen. Und dazu hat man ja trotzdem einen kleinen Jungen, der einen morgens weckt und ein bisschen Papa haben möchte. Also es ist ja nicht, dass man denn so liegen bleiben kann. Naja, ihr kennt das. Die Kinder haben, die wissen, dass es nicht so einfach ist. Ja, aber wir müssen das ein bisschen machen. Wir wollen hier fertig werden. Die Bedingungen sind gut. Das Wetter ist auch wirklich gut. Und ja. Wir können ja ein paar allgemeine Fragen noch beantworten. Und zwar, es ist ja so, ich fahre die ganzen Mikronährstoffe in Pulverform, das ist die günstigste Variante. Ich bin hier bei Mikronährstoffen bei 6, 7 Euro auf dem Hektar. Von den ganzen Pulvervarianten kostet das halt überhaupt nicht viel, das einzusetzen. Ist ein bisschen aufwendiger mit dem Anmischen, ein bisschen auswiegen muss man halt, ne? Das ist ganz klar. Und die Löslichkeit ist auch so ein Faktor. Aber ich habe mir das über die Jahre eigentlich angeeignet. Ich mache das beim Frischwasserziehen. Und während ich Frischwasser ziehe, kann ich das Frischwasser direkt durch die Schleuse ziehen und mit frischem Wasser alles anmischen und das in den Tank geben. So, normalerweise muss man auch deutlich auf Reihenfolgen achten. Also zum Beispiel ist es ja so, also das mache ich auch grundsätzlich so. Man macht zuerst Mikronährstoffe, beziehungsweise zuerst Nährstoffe. Also Wasser, Schaumstoff, Nährstoffe. Dann kommt Pulver, Pflanzenschutzmittel und dann kommen die Flüssigen. So. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Mikronährstoffe hat, muss man da auch Mischreihenfolgen beachten. Also wenn man zum Beispiel Mangan einsetzt, ist es schon besser, wenn man erst das Mangan zur Fahrt nimmt und dann das Bittersalz einlöst. Sonst kann das zu Kristallen führen, die uns die Düsen verstopfen. Ich habe den Keil noch schnell fertig gemacht. Das macht sich immer ein bisschen doof mit den Rudern und mit den Kameras, mit der Kamera. Also, auch das macht einen Unterschied so, und ich habe da einfach gute Erfahrungen gemacht, wenn ich direkt alles immer in Frischwasser löse. Im Tank durchmische ich das ja, das wird ja da auch nochmal umgewälzt, und am Ende lasse ich das dann ja auch noch ein bisschen nachlaufen, dann durchmische ich das ja einfach. Nach dem
anmischen, sichere meine Kleidung aus. Währenddessen lasse ich das immer weiter zirkulieren und pumpen. Und dann gehe ich nochmal in die Firma rein, wasche mir nochmal Gesicht, wasche mir nochmal Hände und Arme. Und ja, dann fahre ich los. Und währenddessen mische ich das eigentlich komplett durch. Und das habe ich eigentlich gute Erfahrungen. Und dann lösen sich Mikronährstoffe auch ganz gut. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Echt, Bittersalz und Mangansulfat ist ein Teufelszeug. Und bloß nicht über Nacht stehen lassen. Also bloß dann, wenn man die Spritze leer macht, nochmal Frischwasser reinziehen oder Ähnliches. Aber bloß nicht über Nacht voll stehen lassen, Leute. Da kriegt ihr Kristalle des Wahnsinns über Nacht. Und da habt ihr richtig Spaß, wenn ihr die Spritze dann ausbringen müsst. Dann könnt ihr die Spritze eigentlich kernreinigen, mit komplett Wasser spülen von Anfang bis Ende, ohne Filter, ohne alles und dann das Ganze wieder. Also da seid ihr den ganzen Tag mit bei, nur beim Waschen. Könnt ihr mir glauben. Dann habe ich alles schon durch. Ne, dann machst du ja abends das fertig und mit dem Eimer fängt es an zu regnen. Ja, dann hast du den Salat. Aber wie gesagt, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wo ihr mir vielleicht mal helfen könnt, vielleicht haben ein oder andere die Idee, woran es liegen kann. Ich habe das Problem, dass die Spritze das nicht mehr entsprechend der Ausbringmengen runterreguliert. Sie hat nur noch so einen kleinen Bereich anscheinend, in den sie bearbeiten kann. Aber wenn ich zum Beispiel Teilbreiten habe oder so, muss ich auch die Pumpe mit runternehmen von Hydraulikleistung, damit er nicht zu viel oder zu wenig dosiert. Das ist mal tageslaunenabhängig geht's wieder und mal geht's nicht. Letztes Jahr haben einige geschrieben, das liegt an den Teilbreitendichtungssätzen. Haben wir komplett getauscht, haben wir alles neu gemacht. Und wir sind aber dem Ganzen noch nicht auf die Spur gekommen, warum das so ist. Also wenn ihr da mal einen Tipp habt, wo wir mal nachgucken können. Wie gesagt, es scheint, weiß ich nicht, ich kann das selber auch schwer beschreiben, woran das liegen kann. Also wie gesagt, ich muss die Pumpleistung, die Hydraulik immer ein bisschen der Fahrgeschwindigkeit und den Teilbreiten anschalten. Genau. Ja, normalerweise muss ich eigentlich für morgen euch noch ein Video schneiden. Also wir haben heute Samstag, morgen muss ich das Video schneiden. Ich habe es nicht zu Max gegeben, weil da sind keine Drohnenaufnahmen dabei. Und dann mache ich die eigentlich selber, weil Max kostet ja auch Geld, keine Frage. Und kann man sich ersparen. Und noch habe ich gedacht, schafft man das ja locker. Ich habe nämlich das, was ihr sozusagen morgen sehen würdet, habe ich Montag, Dienstag aufgenommen. Und da habe ich das eigentlich gedacht, das schafft man locker. Da habe ich nicht gedacht, dass sich das Ende der Woche so zuspitzen wird. Sonst hätte ich das schon Max gegeben. Aber jetzt wisst ihr auch, warum der Vlog auf dem Sonntag nach diesem Videoaufnahmen nicht pünktlich kam. Weil ich werde das heute Abend hier noch durchziehen und werde vielleicht versuchen, den Weizen fertig zu machen und werde dann morgen früh ausschlafen. Weil es wird definitiv bis morgen, also beziehungsweise definitiv heute Nacht wird es trocken. Und ab morgen 8 Uhr, 9 Uhr kann es wohl Nieselregen geben. So, weiß man nie. Deswegen ist morgen früh Pflanzenschutz. Also ich könnte jetzt auch fertig machen, also jetzt Schluss machen und morgen früh weitermachen. Aber das weiß man immer nie genau, das Wetter. Und in der Landwirtschaft musst du die Chancen nehmen, die du kriegst. Und viele fragen sich dann ja euch, was macht denn der Regen oder macht der denn was? In der Regel sagt man 2 Stunden trocken nach Pflanzenschutzbehandlung, 2 bis 4 Stunden. Und dann ist alles solide. Das haftet ja an den Pflanzen, wird direkt schnell auch verstoffwechselt bzw. schnell aufgenommen in den Pflanzen. Und wir fahren aber hier kombiniert, das heißt, wir haben Produkte dabei, die wirken übers Blatt und wir haben Produkte dabei, die wirken über den Boden. Und so hat man halt verschiedene Kombinationen, wie das wirkt und wie es wirken kann. Und dadurch ist es eigentlich so, gerade für die Bodenherbizide, gut, wenn der Boden feucht ist, ne? Also auch Tau und sowas ist da ein Hilfsmittel. Bei Bodenherbiziden sagt man sowieso so viel Wasser wie möglich in der Spritze. Und wir haben jetzt hier schön feuchten Boden, heute Nacht ist nochmal Tau und das Ganze hilft dann, das Ganze besser in Lösung zu bekommen und dadurch haben wir halt eine bessere Wirkung. Und die wollen wir ja. Wir wollen ja eine gute Wirkung und das, was wir hier ausbringen, das muss ja auch gut wirken, damit wir jetzt hier nicht irgendwie Resistenzbildung haben oder Ähnliches oder im schlimmsten Falle nochmal wollen. Wir wollen ja, wenn wir Pflanzenschutz fahren, das Ganze so machen, dass wir auch wirklich so wenig wie möglich, weil das Zeug ist teuer ohne Ende. Machen wir uns nichts vor. Die Leute, die jetzt immer denken, ja, dann fahren sie nochmal mit Spritze rüber, die machen sich's ja einfach. Das Zeug kostet auch einen Haufen Geld, keine Frage. Aber es ist unfassbar effektiv. Ne? Genau. Ich hatte mir eigentlich viel vorgenommen, was ich hier in den Pflanzenschutz-Vlog mit aufnehmen wollte. Ja, aber ich bin wirklich platt, um ehrlich zu sein.
Ich habe mir auch vorgenommen, also wenn ich euch mal das Anmischen des Pflanzenschutzes zeige, mache ich das wahrscheinlich aber mal, wenn denn, auf dem Acker mit Mittel. Weil ich möchte einfach nicht preisgeben, wo wir unser Pflanzenschutz lagern, wie viel da lagert, ob wir was lagern. Da liegen Tausende von Euro und es tritt immer häufiger auf, dass Pflanzenschutz geklaut wird. Ich meine, wenn man eine kleine Flasche in der Hand hat, die sind für, keine Ahnung, 20, 30 Hektar, die kostet 1000 Euro, dann wisst ihr, wie schnell man sowas klauen kann. So, ich will jetzt ja keinen damit anspornen oder so, wie einfach das ist. Das ist nicht einfach, das ist ja alles gesichert und kameraüberwacht so. Aber der Punkt ist einfach, ich will da keine große Gefahr aussetzen so, und will da auch keinen auf Ideen bringen. Und deswegen machen wir das mal mit dem Pflanzenschutz, mit dem Anmischen mal auf dem Acker, wenn wir mal Zeit haben. Hier kann man zum einen zum Beispiel mal sagen, viele fragen sich immer, ja, warum muss die Spritze so riesig sein? Ihr versprüht so viel Gift. Das meiste ist ja Wasser, was wir nehmen als Hilfsstoff für die Benetzung, um das Mittel zu lösen, beziehungsweise um es auf die Pflanzen zu bringen und in die Pflanzen reinzubringen. Und hier ist es zum Beispiel, tatsächlich bringen wir 850 Gramm Mittel, das ist noch nicht der reine Wirkstoff, 850 Gramm Mittel aus. Und die restlichen 199,15 Liter pro Hektar sind Wasser. Reines Wasser jetzt gerade nicht, weil wir Mikronährstoffe mit aufnehmen. Aber da seht ihr mal, um welche Mengen das handelt. So, und um welche Mengen es sich handelt. So, und das ist ein Wirkstoff zum Beispiel oder ein Produkt, das heißt zum Beispiel Pointer Plus. Pointer Plus hat eine Aufwandmenge von 50 Gramm auf dem Hektar. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie will man denn eigentlich 50 Gramm auf dem Hektar gut dosieren, wenn man dazu nicht Wasser nimmt und nicht viel Wasser nimmt? Das ist die Frage, die ihr euch dann stellen müsst. Also deswegen, das meiste ist da tatsächlich Wasser. Und bei einigen Produkten fahren wir dann auch 300 bis 400 Liter Wasser auf dem Hektar. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also wir haben es sehr, sehr trocken und wir fahren meinetwegen trotzdem nachts, damit wir ein bisschen Tau oben auf dem Boden haben, damit wir noch ein bisschen mehr Wasser haben. Und wir fahren dann mit 300, 400 Liter Wasser, dann ist natürlich nochmal deutlich mehr Wasser in dem Ganzen mit drinne. Und deswegen sind die Spritzen auch eigentlich so groß, weil wir ganz viel Wasser mit rumschleppen müssen. Dann das Thema Düsen wollte ich dann auch nochmal behandeln. Es gibt für sämtliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Tropfengröße unterschiedliche Düsen. Und ja, im Prinzip fährt man heutzutage, also ich mache es so, man fährt nur noch mit 90% abdriftmindernde Düsen. Das heißt, die sorgen halt dafür, dass sie eine sehr einheitliche Tröpfchengröße haben. Und bei der Geschwindigkeit und der Menge, an dem Punkt, wo sie gedacht ist, macht sie ziemlich gleiche Tropfengröße. Und das sorgt halt dafür, dass dieser Abdrift minimiert wird. Die Abdrift ist sozusagen, dass dieser Nebel oder dieser Sprühnebel verflieht. Das können wir nochmal beeinflussen mit der Fahrgeschwindigkeit. Meinetwegen, wir haben eine Düse, die ist bei 10 km/h und 200 Liter. Und wir fahren am Rand 8 km/h, dann machen wir noch größere Tropfen und haben noch weniger Abdrift. Ja, also so kann man das ein bisschen regulieren. In der Fläche kann man dann feinere Tropfen machen und ein bisschen zügiger fahren. Die ganze Düse hat ja einen Arbeitsbereich, in dem sie arbeiten kann. Wer sich jetzt fragt, woher weiß man sowas? Die Hersteller haben alle Seiten. Und ich zum Beispiel, ich habe hier nur Lechler-Düsen hier dran. Ne? Grüße gehen raus an Lechler. Die machen gute Produkte. Und da gibt es so ein Lechler Agrar, heißt diese App. Ja, da kann man hier auf Feldbau gehen. Und dann geht man hier rauf. Ich hoffe, ihr seht das. Und da habt ihr den entsprechenden Düsen. Ich habe hier 200 Liter, 9 km/h, 50 cm Abstand der Düsen. Und die zum Beispiel fahren wir gerade hier. Kompakt, Doppelflachstrahldüse, IDKT. Und hier, wir fahren den 0,5er und da sehen wir die Tröpfchengröße. Ne? Und hier unten sehen wir die Einstufung. Also extrem grob fahren wir aktuell, wenn wir bei 9 km/h fahren würden. Und bei extrem grob sind wir bei 90% abdriftmindernden. Bei 90 Grad abdriftmindernden. So, genau. Und so kann man sich das halt hier im Prinzip zusammensuchen. Und ich habe drei verschiedene dran. Ich habe eine blaue Düse, eine 0,3er und ich habe noch eine 0,2er drauf. Wenn ich zum Beispiel kleine Mikronährstoffmengen rausbringen möchte, mit 80, 90, 100 Liter direkt übers Blatt, feine Tropfen, dann kann man die zum Beispiel nehmen.
Oder man hat natürlich Mittel, wo man nur zum Beispiel 100 Liter Wasser nutzen darf. So, wir sehen uns nachher wieder. Und würde ich erstmal sagen, wir sehen uns nachher wieder. Ich habe zwar die Drohne dabei, Leute, aber die Drohne ist nicht voll. Ich habe da 3 leere Akkus drin. Ich habe das 3-mal jetzt versäumt, die mit nach Hause zu nehmen. Da sind Aufnahmen für euch drin. Die habe ich schon gemacht. Die sind noch vom Geras zu fahren. Vom Düngerstreuen gestern habe ich nichts. Und jetzt habe ich halt auch nichts vom Spritzen, leider Gottes. Das finde ich ein bisschen schade, weil gerade Düngerstreuen, erste Gabe, ist immer schön, wenn man das für einen Kalender hat oder für Videoaufnahmen. So, die erste Gabe ist jetzt durch für dieses Jahr. Also die Aufnahmen sind Geschichte. Pflanzenschutz machen wir noch ein bisschen. Aber trotzdem finde ich die Drohne immer ganz schön, weil auch der Zuschauer halt die Bestände von oben sehen kann, begutachten kann. Und das, ja, das möchte ich ja auch im Prinzip, dass ihr seht, wie die Bestände von oben aussehen. Nicht, dass irgendeiner sagt, ja, er macht nur Cherry-Picking, zeigt nur die guten Stellen. Ich will halt schon, dass die Zuschauer immer die ganze Zeit von oben die Bestände sich angucken können. Das, genauso habe ich mir das halt immer gewünscht. Dass wenn man jemanden verfolgen kann über das ganze Jahr und der macht Versuche, dass man permanent die Bestände auch mal von oben sieht. So, Leute, wir sehen uns später wieder. Die Fläche ist hier gleich fertig. Wir haben hier noch eine Fahrgasse und dann geht es zum nächsten Weizenstück. Das habe ich schon gesagt, dass das hier direkt satt ist, ne? Habe ich schon gesagt, ne? Ich habe noch nicht, wir haben auch Bittersalz dabei, wir haben auch Magnesium und Schwefel noch mal ein bisschen bei, aber wirklich kleine Mengen übers Blatt. Und soweit erstmal. Ich hoffe, dieses mega gute LED-Licht vom Fan kommt auch so rüber, dass es mega gut ist. Aber wisst ihr, was noch geiler ist? Beleuchteter Spritzbalken mit Einzel-LEDs. Zack. Seht ihr das? Wie geil man einfach sieht, ob jede Düse noch vernünftig geht. Also wenn ihr immer mal überlegt, ob ihr irgendwas an der Spritze mit reinnehmen sollt oder nachrüsten sollt, das hier, Leute. Weil das ist einfach der Shit. Und wenn man so wie ich viel nachts fährt, weil man ja tagsüber hier hauptsächlich ganz viel Wind hat, hatten wir den an? Nee, den hat man. Ist das wirklich eine geile Variante. Das hier ist übrigens der Weizen nach Mais. Steht auch sehr gut, steht wirklich hervorragend, muss ich sagen. Ist Akzent. Und bis jetzt gefällt mir die Sorte wirklich gut, weil die scheint auch eine sehr gute Herbst- und Jugendentwicklung auch bei Kälte zu haben. Das ist so, von allen Sorten ist der Akzent gefühlt der vitalste bis jetzt im Frühjahr. Hier waren wir Gereste auch schon vor einigen Tagen und ich habe ja den Sensor mitlaufen lassen. Ich habe das aber noch nicht am Computer ausgewertet, nur erstmal hier so geguckt und ich kann euch tatsächlich sagen, es gibt Unterschiede in der Endversorgung zwischen Gereste vor 2 Wochen und jetzt, obwohl es fast nur kalt war und nass. Und das Krasse ist, obwohl es ja Schwefelsaurus gab, mehr als er eigentlich braucht, dann ist es wahrscheinlich das komplexe Zusammensein der Nährstoffe vom Geraste. Also wahrscheinlich wird es irgendein anderer limitierender Faktor sein, der fürs gute Wachstum, fürs gesunde Wachstum und die Stickstoffaufnahme verantwortlich ist. Wahrscheinlich wird es eine Kombination aus Mikros sein und anderen Makros zusammen. Aber ich bin echt zufrieden, wie der aussieht. Aber das kann ich euch sagen, das ist so mega geil. Vor allem ist es ja noch nicht mal spät, es ist 19 Uhr. Aber es ist halt noch so zeitig im Frühjahr und deswegen ist es halt schon stockdunkel. Stockdunkel ist es, Leute. Stockdunkel. Ja, man sieht das, glaube ich, auch, wie schön der Trecker das da zur Seite ausleuchtet. Ich habe die Arbeitsscheinwerfer ein bisschen zur Seite gedreht. Also ich habe die extra schon so gedreht für die Spritze, damit es super angenehm ist. Ich muss mir ja nicht hinten die Spritze an sich anleuchten. Das macht ja nichts. Bringt ja nichts, Leute. Bringt ja nichts. Ich habe auch schon überlegt, die noch ein bisschen weiter zu stellen, aber auch eigentlich passt das schon. Eigentlich kann man gut genug sehen. Vor allen Dingen, man hat so ein bisschen auch noch Licht in die Ferne und so ganz düster ist es eigentlich noch nicht, wie es hier gerade auf der Kamera aussieht. Also es ist noch nicht richtig stockdunkel. Ich sehe da hinten in der Entfernung schon noch Bäume stehen und all sowas. Und das relativ vernünftig dahin, wo die Autos fahren. Ja, ich fahre jetzt erstmal weiter. Gucken, wie es vorangeht, Leute. Gucken, wie es vorangeht.
So Leute, wir haben 10 nach 12 und Hannes hat Malheur. Auch so ärgerlich hier eben bei dem Stück. Ich habe ja gar nicht mehr viel, ne? Aber bei dem Stück eben da, oh, da ragt so ein Stück Stacheldraht aus dem Zaun raus, ja, auf dem Acker raus und da habe ich mir den Zylinder hier verbogen. Ey, ist ja so ein Mist, ne? Da habe ich den eben gerade hier abgebracht, habe den lose gemacht. Hier. Ne? Ich hatte das noch nie, aber Fadi hatte das mal öfter hier mit dem Zylinder. Ja. Jedenfalls ist das ja ein bisschen blöd mit dem Gestänge. Das habe ich provisorisch, habe ich da hier so ein Zogurt hier aus dem Trecker genommen und den erstmal ein bisschen verfestigt, ein bisschen steif gemacht, damit ich wenigstens ein bisschen hier noch spritzen kann, weil die Spritze war gerade voll. Also ich habe 5 Hektar auf der anderen Seite gemacht und ja, dann demzufolge sind da noch 5000 Liter drin gewesen. Dann müssen wir jetzt hier mal auf manuell einklappen, ne? So. So. Und dann binden wir das mal hier zusammen. Sicher ist ja sicher, ne? Auch wenn da oben nachher dieser Bügel rüberklappt. Ich weiß gar nicht, ob ihr den sehen könnt. Den hier, ne? Seht ihr den? Ja, müsst ihr sehen. So, dann machen wir das mal hier. Alles auf Original. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Also nicht jetzt, ja, ist auch ärgerlich, weil der Zylinder ja auch ein bisschen Geld kostet. Aber was soll ich euch sagen? Der Zaun gehört ja nicht mir. Das ist ja nun mal so, dass dieser, der da raufragt auf den Zaun, aber das ist so uralt, auf so ein uraltes Grundstück. Und das ist so ganz alter, morscher Maschendraht gewesen. Und da hat sich die Spitze hier verfangen von dem Gestänge. Hier genau die Spitze hat sich hier verhakt gehabt. Hier drinnen und die hat dem Ganzen da einen mitgegeben oder beziehungsweise hat den so festgehalten. Aber es ist öfter so. Dieser Zylinder ist wirklich eine sehr, sehr schwache Stelle hier am Gestänge. Aber die Frage ist ja, wenn man den jetzt verstärken würde oder einen stärkeren reinmacht, was kommt denn als nächstes? Irgendwelche weichen Stellen braucht man ja immer, die man notfalls nachgeben müssen. Ach, aber schöne Beleuchtung, ne? Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen was drin für 10 Hektar. Fahre jetzt zum nächsten Stück, klappe nochmal manuell aus hier. Und dann mache ich die Spritze noch leer wenigstens. Dann pumpe ich noch 1000 Liter Wasser rein und dann stelle ich es auf den Hof und dann fährt Hannes auch mal schlafen. Ah. So, ich wollte euch noch den Möwe hier, ne? Nicht da dir. Da, was haben wir? 0.13 Uhr. Bis später. So Leute, ihr seht, der Nebel kommt schon ein bisschen, aber es ist auch irgendwie geil, sage ich euch so, wie das ist, diese ganzen Naturschauspiele, auch wenn es nur Nebel ist, aber der hat auch so eine ganz tolle Eigenart teilweise aufzuziehen und dann liegt er manchmal so in tiefen Schichten oder manchmal ist er in höheren Schichten, dass man so drunter durchfahren kann, so wie gerade so ein bisschen. Das ist auch schon was Tolles, wenn man so ein bisschen die Natur auch genießen kann. Und man ist ja hier draußen auch so ein bisschen alleine, weil, ich meine, jetzt ist ja Einzel und ruft keiner an und es ist auch mal schön eigentlich, ich bin gerne auch ein bisschen alleine, um ehrlich zu sein, mag ich auch manchmal gerne. Und bei mir ist es auch gerade, ich bin auch über so einen gewissen Punkt drüber, wo ich so denke, ja, schade, Gestänge kaputt ist, sonst hätte das jetzt fertig gemacht. Ist ja das letzte Stück hier. Ich hätte noch einmal anmischen müssen. Ich gucke jetzt gerade mal, wie viele Hektar sind. Ich lasse ihm das einmal ausrechnen, wie viel wir hier auf der Fläche schon gemacht haben und wie viel das hier sind. Also wie viel wir hier sind, weiß ich. Das sind 42 Hektar oder 41 Komma. Und er rechnet noch. Er rechnet noch gerade. So.
Da sehen wir 42,24, da kommt dann ein kleines Wasserloch, wird noch abgezogen. Und 31 Cent noch, also genau eine Spritze. Also ich mache jetzt ungefähr noch 1 Hektar hier mit dem, was ich drin habe. Und dann ist noch genau eine Spritze. Also geht voran. Geht voran. Also eine Spritze hat noch gefehlt und vor allem ist ja ein großes Stück. Hier ist 1 Kilometer Länge. Also seht ihr? Moment. Wie kann man da hier, wo war das nochmal? Hat man nicht irgendwo Zoom? Ah, so. So, achso, hier bewegen wir nur den Cursor. So können wir einmal gucken, Leute. Da habt ihr das Stück. Und ein bisschen nervig ist halt, überall in diesen kleinen Kurven, da sind halt Windräder. Und also bei mir ist es so, ich fahre für die Windräder, also beziehungsweise ich stoße in jede Ecke rein. Wisst ihr, was ich meine? Und damit das ja auch vernünftig ordentlich ist. Wir bringen ja Herbizid aus und sonst hat man ja öfter mal, dass in den Außenkurven kommen häufig die Unkräuter doch noch weiter. Weil bei meiner Spritze ist es ja so, dass ich habe ja keine Pulsweitenmodulation, dass die Düsen eigene Mengen ausbringen müssen, sondern mein Düsenbalken hat dann eine Menge und außen dreht sich schneller als innen und dadurch habe ich halt außen weniger Mittel. Und der Punkt ist ja auch einfach, dass man nie, also du kannst ja im Prinzip mit dem Gestänge nur runde Kurven fahren, so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und man kann keine eckigen Kurven fahren. Man kann ja keine eckigen Kurven fahren mit einem Spritzgestänge. Und dadurch hat man häufig diese Kurven und da kommen die Pflanzen trotzdem in den Kurven kommen ja trotzdem Unkraut hoch. Und weil die ja nur das halbe Mittel abkriegen, kann man damit auch Resistenzen züchten halt, ne? Also es ist schon so, dass meistens, wenn man auch so ein bisschen Flächen beobachtet, ist es häufig so, dass Ungräser so aus Kurven rauswachsen. Und das ist halt einfach, weil das Spritzgestänge sich da schneller bewegt, ne? Nicht jeder hat heutzutage super Highspeed mega hyper Spritzen, sondern ich meine ist jetzt nicht alt, aber nicht aktuell der Stand der Technik. Also es geht ja noch einen Schritt mehr, dass jede Düse eigene Mengen ausbringen kann, so, ne? Und wenn ein Gestänge eine Kurve sich bewegt, dass jede Düse so die Menge ausbringt, dass sie die perfekte Dosierung hat für den Boden darunter. Und aber der Punkt ist halt, wenn man das ja nicht hat, dann kann man dann fahrerisch da ein bisschen gegenarbeiten. So, und das ist halt in die Ecken stoßen. Wenn man Wachstumsregler fährt oder Flüssigdünger, ja, so was, dann kann man ja auch mal Kurven fahren, wenn einem danach ist. Aber ich bin halt der eckige Kurvenfahrer, der in die Ecken sich reinstürzt. So, jetzt ist sie gleich hier alle. Und ja, dann sehen wir uns Montag auf Arbeit wieder. Morgen ist dann frei für alle. Also für mich, bin ja der Einzige, der hier am Wochenende gearbeitet hat. Ja, ist der Punkt, jetzt ist wirklich, das müsste ich auch nicht mehr wollen. Hier ist übrigens die Fläche auch, wo der Dinkel und der Emmer ist. Deutlich, habe ich euch, glaube ich, auch im Vlog schon gezeigt, ja, im anderen Vlog, deutlich verzögert, ein bisschen im Wachstum, aber das wird noch, Leute. Jo, bis Montag, ne? Genauso haben wir den einen Vlog jetzt auch angefangen. Vor 3 Vlogs, glaube ich. Aber das haben wir in die andere Richtung gefahren. Ja, genau. Aber wir waren sehr frech in der Folge. Frech. Die Leute meinten aber, wir waren sehr gut drauf. Und einer hat geschrieben, Respekt, Lisa, dass du das so mit Hannes aushältst. Ja, oder? Alkohol regelt. Nein, kleiner Spaß. Was denn? Du trinkst doch gar nicht. Nee. Das macht die Liebe. Hat sie schön gesagt. So Leute, die Nacht ist vorbei. Wir haben jetzt Montag früh. Lisa fährt wie Formel 1 schon wieder. Übt immer unten an meinem Racing Rig. Die Nacht ist vorbei. Ich habe Samstag lange gespritzt, oder? Du hast sehr lange gespritzt, Hannes. Hat es ganz gut Ausdauer bewiesen. Alter, das ist genau wieder jetzt der Punkt, den irgendwelche Kinder für TikTok irgendwie rausschneiden. Also wir haben relativ lange Pflanzenschutzbehandlung gemacht am Samstagabend, Nacht zu Sonntag hin und haben Sonntag ein bisschen länger gelegen.
Genau, gestern hätte ich noch ein bisschen was machen können vom Wetter her. Eine Spritze fehlt noch im Weizen. Haben mir dann aber gesagt, nein, heute ist Familie und Sonntag. Und ja, guckt mal raus. Jetzt ist hier trüb und die ganze Woche bleibt es jetzt trüb. Graue Suppe und Wind. Ich habe geguckt, ab Mittwoch gibt es Wind. Mindestens eine Woche. Und das sieht so aus, heute ist Montag, Lisa, falls du geguckt hast. Ja. Und mindestens eine Woche und es sieht so aus, als wenn nicht mal nachts die Spritzfenster kommen. Sonst ist ja abends manchmal so, Wind geht weg, das Spritzfenster geht auf. Spritzfenster ist im Prinzip ein Zeitraum, der es ermöglicht, Pflanzenschutzmittel auszubringen von der Witterung. Das ist ein Spritzfenster. Ich habe gerade geguckt, ob die Bestände sind jetzt, gehen jetzt schön dunkel. Also zwei Tage warmes Wetter und die Bestände sind schon fast nicht mehr wiederzuerkennen. Völlig explodiert. Soll ich noch einmal hier ranfahren? Willst du es noch einmal zeigen? Ich mach so. Ach so. Okay. Aber ich meine, den Bestand haben Sie ja vor zwei Nächten gesehen in dieser Folge. Aber wie er jetzt. Ja, komm, fahr ran, Lisa, gönn uns das. Wir fahren da ran. Wie er jetzt aussieht. Leute, sie kann nicht mit rauskommen. Sie hat nicht das richtige Schuhwerk an. Übrigens, Leute, hier, Hannes. Doppelten Rand, ne? Doppelte Menge am Rand. Meine geniale Idee. Leute, wir waren hier am Vorgewende in derselben Folge und haben den Pflanzenschutz gemacht. Also nur Vorgewende und dann sind wir ungefähr bis da gekommen. Aber seht ihr das? Wie der Bestand sich jetzt dunkel fällt, innerhalb von zwei Tagen ist der Bestand fast nicht mehr wiederzuerkennen. Das ist so krass, was ein bisschen warmes Wetter macht, ne? Schönes Waschküchenwetter. Und seht ihr das? Der Dünger ist fast vollständig aufgelöst. Hier ist noch ein ganz... ist nicht mehr weg. Ist weg. Also, wir haben auch düngertechnisch alles richtig gemacht. Dass wir das da so übers Knie gebrochen haben und sind noch nachts gefahren, hat sich absolut gelohnt. Hier ist alles aufgelöst. Auch im Raps ist nichts mehr da. Bombe. Wir hatten gestern 3 mm, Samstag früh 1 mm und heute hier Nieselregen. Alter, das ist mordsgeil, dass das so funktioniert. Da sieht man mal wieder, das bringt auch mal was, hier wieder über das Knie zu brechen und sagen, nein, wir müssen das jetzt machen. Und geil, da freue ich mich, dass ich da alles richtig gemacht habe. So, wir hängen jetzt nebenbei übrigens schon Scheibenecke an, ans Güllefass und machen das jetzt erstmal fertig. Wir haben schon die Maschine für Striptill auf dem Hof, aber ich mache jetzt mit der Scheibenecke erst trotzdem erstmal mit dem Güllefass weiter. Zum einen, weil ich natürlich Miete bezahlen muss für die Maschine. Viel interessiert es auch, wie der 39 vom Fass mit Scheibenecke performt. Und zu der Zugmaschine kommt am Donnerstag noch ein Monteur und macht noch eine ganz kleine Einweisung bzw. stellt noch alles vernünftig ein und so. Ist ja ein anderer Hersteller als letztes Mal. Und da wollen wir natürlich, dass das auch alles gut funktioniert. So, Hannes macht sich schön sauber hier. Nein. Hannes macht sich untenrum schön sauber. Nein. Auch da haben wir wieder den nächsten TikTok-Clip. So. Bitte? Es wird doch jetzt nicht alles für TikTok ausgelegt. Nee, aber die Gefahr ist da. Die Gefahr ist da, Lisa. Jetzt erst recht, Hannes. Du immer wenigstens. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Aber so geil, wie sich die Bestände gemacht haben. Wir müssen Wochenende eine AKF machen. Ah, los geht's. Wir haben Wochenende Zeit. Wir müssen unbedingt los. Und ach, oh. Wir machen hier Ende der Woche, drillen wir auch die Sonderkulturen. Was? Ende der Woche schon? Dankeschön, dass du es wieder gemacht hast wie letzte Folge. Also bis später, Leute. So, da sind wir wieder, Leute. Wir haben hier ein neues Stück bekommen. Das war Brache-Bio-irgendwas. Und ja, der Verpächter. Wir haben schon Teil vom Verpächter und jetzt haben wir sozusagen das noch mit daran gekriegt. Sind hier 3 Hektar, weil er halt wollte, dass seine Fläche vernünftig bewirtschaftet wird und nicht so verloddert. Und ja, jetzt sind wir hier. Wir fahren natürlich quer zur anderen Richtung, also es geht noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt genau dieses Flurstück rausgemessen, welches wir bekommen. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht da noch mal eine Frage an euch. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Kennt ihr ein Programm, vielleicht auch kostenlos, womit man also eine Kartierung für ein Flurstück anlegen kann, meinetwegen, und kann das denn demzufolge als Taskdata oder so entsprechend absenden,
dass man dann nur noch mit dem Fendt sozusagen automatisch schon die Feldgrenzen hat. Ich habe das natürlich hier noch klassisch in Metern abgemessen mit dem Fendt. Und ja, habe jetzt die Fläche eingemessen und ist tatsächlich auch das so, wie groß sie sein muss. Und ja, aber vielleicht habt ihr da sowas. Also ich glaube, Next Farming könnte das wahrscheinlich, aber Next Farming ist eine sehr, sehr teure Software. Und ja, dafür, dass man das vielleicht einmal im Jahr braucht, ist das ja auch so ein bisschen zu teuer und zu komplex. Jetzt müssen wir das natürlich erstmal wieder ein bisschen urbar machen. Ne? Also dass hier Bio war, ist ja gar nicht schlimm. Also ne? Kann ja jeder machen, wie man möchte. Wir haben hier bloß eine Problematik und die sind auf allen Flächen von dem Betrieb so, die jetzt verteilt wurden und neu verteilt wurden. Wir haben einen unfassbaren hohen Ungräserdruck. Auch Quecken, auch in den Flächen, die jedes Jahr bewirtschaftet wurden. Da sind Flächen, ich weiß gar nicht, das müsste ich euch mal zeigen, die sind neben mir. Da hat der neue Betrieb auch so Probleme. Der macht das weiter in Bio, aber das ist, also jetzt im Frühjahr, es ist wie angesäter Rasen. So krass die Quecke. Und das ist natürlich für Bio gerade ne, eine Riesenlast, weil die können da gar nicht so viel machen. Wir haben natürlich jetzt hier folgende Strategie. Erstmal merkt ihr selber, wie uneben das ist. Gut, wir sind ein bisschen quer zur Flugrichtung, aber auch in die Richtung, wo geflügt ist, ich weiß gar nicht, ob man sehen kann, sind richtige Wellen die ganze Zeit, weil der Flug halt nicht richtig eingestellt war. Ist ja nicht schlimm, dass es geflügt wurde. Und wenn jemand wirklich flügen kann und die Flüge sind richtig eingestellt, dann ist es arschglatt, dann ist es picobello. Aber das ist hier nicht der Fall, wie ihr seht. Guck mal, ich schaukel relativ viel und ich sitze hier im 900er Fendt, der ja gar nicht so doll krass rumschaukelt. Und ja, jetzt müssen wir das irgendwie einebnen. Wir haben uns jetzt natürlich die längste Seite rausgesucht, ist ganz klar. Das andere wäre nachher zu kurz an Enden gewesen, weil es ist auch noch ein Dreieck. Klar wird es am Ende keilig, aber so haben wir relativ lange Ecken und da vorne, was ja auch man sieht, guck mal, da hätten wir nur so ein kurzes Stücken gehabt. Das macht ja irgendwie keinen richtigen Sinn. Und jetzt haben wir die langen Ecken, sind natürlich quer zur ursprünglichen Richtung. Und ja, meine Strategie ist jetzt erstmal, wir fahren jetzt das hier als allererstes Gärreste rein. Warum? Ich möchte einfach, dass die Fläche jetzt noch einen Monat Zeit hat, um auszugrünen. Ja? Alle Gräser, alle Quecken möchten bitte hochkommen. Na klar, Scheiben schneiden wir jetzt mit der Scheibenecke die Quecken nochmal durch und die treiben jetzt nochmal neu aus, aber wir haben einen Monat Vegetationszeit. Das heißt, die Gräser werden alle schön rauskommen und austreiben. Dann nehmen wir ein Totalherbizid, machen die sozusagen mal Grund rein, dann grubbern wir die nochmal, weil wir müssen die einebnen, keine Frage. Die ackerbaulich, also beziehungsweise die interessanteste Variante hier jetzt für die Ungräser wäre einfach jetzt eine Direktsaat, weil wir dann nicht im Boden umherrühren und immer nochmal die Rhizome durchteilen von der Quecke. Ja, weil wir jedes Mal, wenn wir Bodenbearbeitung machen, teilen wir die Rhizome durch. Aber ihr merkt selber, ich brauche hier nicht anfangen mit Direktsaat, mit Striptil. Das ist einfach so unfassbar uneben. Wir kriegen es ja nie glatt, deswegen müssen wir es jetzt einmal einebnen. Das heißt, und dann grubber ich die Fläche und dann kommt hier Mais rauf und im Mais haben wir nochmal gute Gräserherbizide und dann müsste das nach dem ersten Jahr schon mal ganz gut aussehen. Jetzt würde ich aber in den nächsten Jahren hier nicht unbedingt auf eine Getreidefruchtfolge gehen, sondern gucken, wie wir es langfristig machen. Vielleicht nächstes Jahr hier nochmal Erbsen hernehmen. Kommt natürlich darauf an, wie eben wir das bekommen, weil sonst wird das Dreschen auch nochmal ein Spaß für sich. Und so würde ich das machen, sodass ich erstmal so nach 2 oder 3 Jahren erstmals hier wiederkomme mit Getreide. Ja, vielleicht nach den Erbsen könnten wir dann nochmal einen Raps fahren. Da haben wir nochmal eine sehr gute Gräservariante. Und dann müsste das eigentlich schon ganz gut hier aussehen. Ansonsten für sowas, wir wollen immer nicht viele hören, aber für sowas ist 2, 3 Jahre Mais hintereinander auch eine gute Variante. Dann ist der Acker vernünftig, dann ist der sauber und von da aus kann man auch einen sehr, sehr guten Ackerbau starten. Weil so eine Flächen sind problematisch. Das stellt man sich oftmals so leicht vor, so. Aber auch selbst mit den modernen Pflanzenschutzmitteln muss man da schon eine gute Strategie haben. Sonst ja, bezahlt man sich am Ende doof und dämlich. Und ja, toll ist es auch nicht, wenn wir da mehrmals im Jahr Pflanzenschutz anwenden wollen. Wollen wir ja persönlich nicht. Pflanzenschutz soll immer unser letztes Mittel der Wahl sein. Ja, deswegen die Variante. Wir machen es jetzt so, das soll ausgrünen. Vielleicht werden wir das, nachdem das Totalherbizid kam, sagen wir mal in 3, 4 Wochen, nochmal mit der Scheibenecke, nochmal so rüber, dann nochmal grubbern und dann sieht die Welt vielleicht schon mal ganz anders aus. Und dann im Standardverfahren legen wir dann hier Mais. Natürlich wäre es cool gewesen mit einem Striptil, aber haben wir ja nun mal nicht. Dann als nächstes machen wir jetzt die Flächen nachher fertig mit den Sonderkulturen.
Die wollen wir Ende der Woche schon drillen. Wir haben ja heute Dienstag. Wir haben gestern umgebaut, alles fertig gemacht. Dauert natürlich mit der Scheibenecke. Alles fertig mal vernünftig fertig machen. Dann waren da ja zwei. Dann haben die Zubringer sich angehangen. Ja, dann ist eine R3, dann brauchen wir auch nicht mehr los, um ehrlich zu sein. Dann kann man lieber vernünftig vorbereiten, nochmal alles gründlich abschmieren, volltanken und dann fährt man vernünftig los. Ja, heute Morgen hat der Hannes nur leider den vergessen hier. Ich habe uns alle ein bisschen aufgehalten. Ich habe den Joystick vergessen. Ich konnte nicht abpumpen. Ja, ansonsten würde ich euch sagen, wir gucken uns den Rest dann nachher auf der anderen Fläche an mit dem Körnermais. Ich weiß, das interessiert auch viele. Wie performt dann die Scheibenecke nach dem Körnermais? Und generell, wie ist unsere Strategie nach dem Körnermais? Ist verschieden. Wir machen Teil am Freitag mit Erbsen, mit der Novak in Direktsaat. Das ist vielleicht ein interessantes Thema für viele. Viele haben gesagt, jo, probier doch mal die Novak in Direktsaat aus. Nach dem Körnermais, dann machen wir teils Triptil mit Sonnenblumen. Also wir haben verschiedene Varianten und können dann nachher halt auch sehen, was so ein bisschen am besten performt danach. Jo, soweit erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Schmeißt auch ein Abo rein, wenn ihr noch keins habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.